Hey, ich bin Timo, hier geht es nun ziemlich zimtig zur Sache. Du bekommst von mir so richtig schöne zimtige Parfums und Zimt ist so richtig schön warm, süß, sinnlich, verträumt. Und wenn ich an Zimt denke, dann denke ich automatisch auch an diese Weihnachtszeit. Ja, wir sind gerade, wo ich dieses Video mache, in der Vorweihnachtszeit, da passt das doch absolut. Du kennst noch weitere passende Parfums? Dann ab in die Kommentare und nun werden wir ziemlich zügig, ziemlich zimtig. Ab geht's. Wir starten direkt mit einem zimtigen Geheimstar. Dieses Parfum ist noch richtig neu auf dem Markt, von daher, das kennen noch nicht so viele. Und das riecht einfach so richtig schön, süß, lecker. Stell dir vor, du gehst in eine Bäckerei und da ist eine Zimtschnecke, Zimtrolle, was auch immer. Du packst deine Nase rauf und du riechst den Teig, den Zucker, diese Glasur. Ja, diesen zimtigen Teig auch mit und das ist einfach nur eine Zimtrolle, die du hier riechst, wenn du dieses Parfum riechst. Ja, das heißt auch so. Cinnamon Rolls. Und das riecht wirklich wie eine Zimtschnecke, wie so eine Zimtrolle, einfach nur zum Reinbeißen. Ob man jetzt immer so riechen möchte, das sei einfach mal dahingestellt. Aber zur Weihnachtszeit, so auf dem Sonntag, den mal raufsprühen und wie eine Zimtrolle riechen, ja, warum denn mal nicht, oder? Ist der das ist wirklich sehr, sehr süß. Und ja, einfach dran riechen, dann brauchst du nicht reinbeißen, spart vielleicht auch die eine oder andere Kalorie, ja, vielleicht. Also das hier riecht wirklich nach Weihnachten, nach so ein richtig schönes, ja, Zimt-Dessert. Oder besser gesagt, es riecht wirklich genau wie eine Zimtrolle. Lecker. Von einem super Geheimtipp hin zu einem super gehypten Duft, der muss hier natürlich mit rein. Das hier ist der Angel Chair. Ja, so ein richtig schön Cognac am Anfang und dann bekommt ihr dieses zimtige, pralinige, das ist einfach richtig schön, herbstlich, kuschelig. Ja, die DNA ist jetzt schon etwas flacher, ist jetzt nicht so voluminös. Das wäre noch ein bisschen schöner, aber cool ist der trotzdem. Ob der jetzt so viel Hype braucht, okay, auch das sei einfach mal dahingestellt. Aber süß, lecker riechen und zwar so richtig gut, das kann man mit dem Angel Chair ja, auch immer noch. Daumen nach oben dafür. Dieses Parfum hier könnte man noch anders nennen. Zum Beispiel Cinnamon Aoud. Aber es heißt Honey Aoud. Ja, du hast hier Honig drin, aber so ein wenig mehr wird die Show gestohlen vom Zimt. Ja, du hast hier ganz viel warmen, süßen Zimt. Dazu noch so ein bisschen so diesen dickflüssigen Honig da drauf. Das Ganze liegt auf Oud, auf Holz, sage ich mal. Keine Angst vor dem Oud, das ist hier kein animalisches, ja. Und ja, dazu hast du das Ganze noch ein bisschen bepinselt mit Vanille, sanft gewürzt. Auch das hier riecht sehr weihnachtlich, herbstlich. Für mich ist das der beste Montalduft für die kalte Jahreszeit. Ah, Infinity ist auch sehr gut. Aber ich bleib dabei. Honey Oud tut dir gut, wenn es richtig schön kalt ist. Und du es süß, lecker haben möchtest. Welch süßer, leicht dunkler, zimtiger Verführer ist das denn hier bitte? Ach ja, aus dem Hause Parfums de Mali, der Arjan. Warmer, süßer Zimt, trifft auf Honig. Dazu noch ein bisschen weiter unterstützt die Süße. Ja, mit Tonkabohne, hast eine schöne ambrierte Wärme hier drin. Ach. Das ist auch ein richtig guter Weihnachtsduft. Ich habe ja ein Weihnachtsvideo gemacht, da habe ich den leider übersehen. Aber der ist richtig schön genial. Ich weiß, der ist schon recht teuer, okay. Aber der nächste, wartet mal, der ist meistens preiswert und geht auch sehr in diese Richtung. Na, habe ich dich jetzt ein bisschen angeteased damit? Okay, hüpfen wir mal direkt rein. Wahrscheinlich kennt ihr den auch alle. Ein richtig schönes Weihnachtsparfum. Ja, zimtig, Honig, süß, lecker. Arjan ist wirklich ein Winterträumchen. Du suchst noch eine Alternative zum Arjan? Meistens ist diese Alternative sogar preiswert, manchmal aber auch nicht. Die Preise sind da so ein bisschen crazy. Ich habe hier so irgendwie um die 60 bezahlt, normalerweise 85. Aber dann guckst du ab und zu mal rein und denkst so, 140 Euro? Was ist da denn los? Immer mal schön den Preis im Blick behalten, denn für so unter 100 Euro ist das hier wirklich ein geniales Parfum. Daumen hoch dann dafür, ansonsten würde ich sagen, eher nicht kaufen, aber für so um die 100 Euro herum, am besten natürlich drunter,
dann ist der genial. Das hier ist der Celtic Knight. Und der, ja, wie ich ja auch schon so ein bisschen angeteasert habe, geht in die Richtung vom Orgeat. Nur der hier ist gerade anfangs nochmal fruchtiger. Du hast hier einen roten, fruchtigen Apfel, dazu Kirsche mit drin. Und dann wird es schon sehr, sehr zimtig, süß. Ich habe auch ein Einzelvideo dazu gemacht, falls Sie das interessiert, blende ich gerne am Ende dieses Videos ein. Das ist ein sehr gehypter Duft auf TikTok. Wieso? Weil er meistens ja preiswert ist. Und dafür ist das eine richtig gute, nein, eine sehr gute Qualität. Ja, das ist kein Parfum, was so flach ist. Nein, der hat eine schöne Tiefe, schöne Wärme. Das ist kein flaches Profil. Und das ist wirklich hier Nischenqualität. Wow, also gerade wenn du den für unter 100 Euro bekommen kannst, dann kann sich das lohnen, wenn du auch sowas magst wie Orgeat. Der ist schon gerade im Drydown da gut nah dran. Ein weiteres Parfum aus der Kategorie, wo ich sagen kann, das hier riecht wie Weihnachten. Der heißt Tonka Cola und das, was draufsteht, genau, das bekommst du auch, so eine Tonka-Bohnen. Süße, beziehungsweise natürlich auch ganz viel Zimt hier hineingespielt und dazu Cola? Ja, eine Kirsch-Cola würde ich sogar sagen. Das Ganze ist dann auch noch ordentlich stabil gewürzt mit Muskat zum Beispiel. Und das hat ja für mich schon so einen gewissen classy Touch. Also das ist jetzt kein Parfum, was ich an ganz jungen Teenagern sehen würde. Aber wenn man ein bisschen, ich sag mal, erwachsener ist, dann passt das ganz gut. Aber du weißt ja, mach immer das, worauf du Bock hast. Aber für mich hat das schon so eine gewisse Klasse, so ein bisschen auch so eine Zitrusnote mit dabei noch. Ja, das ist wirklich Weihnachten im Flakon. Zimtig, Tonkabohnen, Süße mit so einer Kirschcola. Das klingt alles ein bisschen crazy, aber wenn du Bock hast, nach Weihnachten zu riechen, dann vielleicht mal probieren. Hier habe ich einen richtig schönen Date-Duft für so einen Bad Boy. Das ist der Wanted by Night. Du hast hier so eine fruchtige Mandarine. Dazu wird das Ganze versüßt mit Zimt und Zimt bleibt hier auch im Duftverlauf schön stehen. Du bekommst dann halt auch so eine gewisse Wärme, ne, im Verlauf dann dazu gespielt. Weihrauch, Tabak. Ja, der ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, der hat so eine Bad Boy dunkle Attitude. Dazu aber auch diese Süße, die ein bisschen verspielt ist. Natürlich auch dank dem Zimt hier drin. Einzelvideo habe ich auch dazu gemacht. Das heißt, du kennst ihn noch gar nicht. Gerne mal abchecken. Ja, der ist schon ein paar Tage auf dem Markt. Der hat auch schon guten Hype. Aber, naja, der kostet unter 100 Euro. Und der ist einfach sehr solide. Vor allem auch für ein Date. Na klar. Der hier ist immer noch gut. Fruchtig süß geht es weiter mit dem Duft, mit dem ich mein spätestes Date hatte. Und wenn du diesen Kanal hier schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, was jetzt kommt. Das hier ist der Altschwa-Mehl. Und hier hast du so eine fruchtige Birne mit drin. Ja, so ein bisschen auch diese Le Male-Vibes. Ja, vom OG spürt man schon. Lavendel, dann hast du hier Minze mit dabei. Aber das ist schon so ein ganz eigener Drall, aber so ein bisschen, so ein paar Verknüpfungspunkte, die merkt man schon. Und dann hast du natürlich was? So einen richtig schönen süßen Duft, dank dem Zimt hier drinne und Vanille. Ein richtig schönes Parfum, was auch ordentlich hält, was ein gutes Yash hat, was auch nicht zu teuer ist. Kein Wunder, dass der schon lange ein richtig großer Hit ist. Und ich würde den wieder tragen auf ein ganz spätes Date. Ja, warum denn nicht? Das hier ist für mich so ein One Million aus den 80ern. Das ist ein Parfum, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Dennoch sehr cool, dass es den gab und immer noch gibt. Denn ich kann mir vorstellen, dass dieses Parfum hier ein Vorreiter war für viele weitere, auch süßliche männliche Parfums, die dann noch auf den Markt kamen. Das hier ist von Calvin Klein, der Obsession. Und der ist schon gut maskulin würzig, sage ich mal. Das geht auch in so eine orientalische Richtung. Hier mit Myrrhe oder auch Muskat. Dazu hat er natürlich was? Eine Süße. Und die kommt zum Beispiel genau vom Zimt hier drin. Ja, also wäre ich damals in den 80ern in der Datingphase gewesen, den hier hätte ich mir auf jeden Fall geholt. Der hat was Sinnliches, Maskulines, verspielt, aber nicht zu sehr. Der hat schon so gewisse Oldschool-Vibes, ja, ich weiß. Aber dennoch sehr cool, dass es den immer noch gibt für ganz, ganz kleines Geld. Und magst du süßlichere Oldschool-Parfums, die aber auch noch heutzutage tragbar sind? Obsession sollte man dann mal gecheckt haben.
Und zu guter Letzt nochmal so einen richtigen Superstar-Duft, den ich schon lange nicht mehr auf meinem Kanal hatte. Wird mal wieder Zeit. Das hier ist von Armani. Stronger With You Intensely. Einen richtig schönen, warmen, maskulinen Date-Duft. Du hast es hier richtig schön süß mit Vanille und natürlich Zimt, ganz klar. Aber auch Toffee sorgt dafür, dass du so eine gewisse warme Süße hier bekommst. Das Ganze hat natürlich auch so einen maskulinen Touch durch dieses Würzige hier drin und so einen Hauch von Leder, sage ich mal. Ja, so wirklich ein Hauch in der Basis. Und ja, das ist einer, na klar, den kannst du dir immer noch holen. Ich weiß, tragen ganz, ganz viele generell diese Reihe. Aber gut ist der hier trotzdem und ja, immer noch. Da sind wir schon am Ende, meine lieben Zimtfreunde, aber jetzt seid ihr dran. Was ist denn dein Lieblingszimtiges Parfum? Ab in die Kommentare. Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und ja, viel Spaß beim Durchschnüffeln, falls du hier was Neues entdeckt hast und dir eine Abfüllung oder so holst. Mein Lieblingstipp davon, der Cinnamon Rolls. Das riecht wirklich wie so eine Zimtschnecke, wie so eine Zimtrolle. Ah, cool, lecker, wie so ein Gebäck. Richtig, richtig nice. Ja, habe ich übrigens so 50 Euro bezahlt. Ja, das ist okay. Aber muss man immer so riechen? Ja, jetzt zur Vorweihnachtszeit, da passt das. So, bis zum nächsten Video. Ciao, bis bald.